Mit einem Ramschlag wurde heute ein Meilenstein am künftigen Cottbuser Ostsee gesetzt. Dieser symbolische Spatenstich, etwas anderer Art, bildet den Auftakt für den Bau einer Kaimauer. Die soll das geplante Hafenquartier stützen und sichern. Für Oberbürgermeister Holger Kelch beginnt nun ein völlig neues Kapitel in der Cottbuser Ostseegeschichte. Denn ohne Kaimauer gibt es keine Bootsanleger, ohne Bootsanleger gibt es keine Menschen, keine Boote auf dem See. Und dafür ist ja eigentlich der See auch da, als Naherholungsgebiet, als Erholungsgebiet, natürlich auch für die Freunde des Wassersportes. Die Kaimauer soll ca. 820 Meter lang werden. Geplant ist die Fertigstellung im Mai 2019. Über 7,5 Millionen Euro werden in den Bau gesteckt. Etwa 6 Millionen Euro davon stammen aus Fördertöpfen des Landes. Für Brandenburgs Infrastrukturministerin Katrin Schneider ist die Kaimauer eine Investition in die Zukunft von Cottbus. Gleichzeitig aber auch ein wichtiges Signal für die Entwicklung der gesamten Region in Zeiten des Strukturwandels. Aber nicht allein diese Entwicklungsperspektive Cottbuser Ostsee ist wichtig, sondern sie reiht sich ein in die drei Säulen Wirtschaftsentwicklung, Industrie, Arbeitsplätze erhalten, innovatives Milieu schaffen mit der Universität Cottbus-Senftenberg und dann natürlich auch das entsprechende Lebensumfeld mit der Stadtentwicklung und mit dem neuen Cottbuser Ostsee. Für die Stadt Cottbus beginnt ein neues Kapitel. Für die LEAG geht eins dem Ende entgegen. Zwar haben die Bagger des Bergbauunternehmens noch voll zu tun, doch bereits im Herbst soll hier alles für die Seeflutung vorbereitet sein. Und damit auch für den Schichtwechsel im ehemaligen Tagebau Cottbus Nord. Es ist das erste Mal, dass eine Veranstaltung hier stattfindet, zu der nicht wir einladen, sondern die Stadt Cottbus. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass jetzt dieses Projekt der See sukzessive immer weiter in die Verantwortung der Stadt und auch der Randgemeinden dann übergeht. Kaimauer, Hafenquartier, Cottbuser Ostsee, alles Begriffe, die noch nicht wirklich greifbar sind. Doch der heutige Tag hat gezeigt, die Zukunft für Cottbus als Stadt am Ostsee naht.